willkommen zurück zu Aventuria, das Kartenspiel. Wirklich eins der Spiele, worin ich noch nicht so kompetent bin, weil ich es einfach bisher zu wenig gespielt habe. Solo habe ich es vorher noch nie gemacht und dass ich es dann mit zwei Leuten mal gespielt habe, ist zu lange her. Ja, es sind immer so Kleinigkeiten wie mit den Schicksalspunkten und so, die ich dann, wo ich mich dann immer wieder neu reinlesen muss. Und ja, aber im Endeffekt ist das Spiel ja eigentlich nicht schwierig, ne? Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ja, brauche ich da ein paar Runden, um da reinzukommen. Der liebe Uwe hat ja die letzten Videos kommentiert und mir so ein paar kleine Sachen gesagt, die ich hätte anders machen können. Ja, wie das jetzt zum Beispiel, wenn ein Angriffswurf misslingt, dass ich dann einen Schicksalspunkt bekomme, den ich ja wiederum einsetzen kann, um eine Probe zu wiederholen oder mir Ausdauer zu geben oder eine Karte zu ziehen. Genau, und hat mir dann nochmal genau gesagt, wenn ein Gegner eine 20 wirft, ist sein Zug sofort beendet. Und wenn ein Gegner eine 1 wirft, hat er noch eine zusätzliche Aktion. Das sind so Sachen, die weiß ich jetzt hoffentlich. Ich versuche dran zu denken. Ja, was machen wir denn heute? Wir hatten ja letztes Mal das Kurzabenteuer Sylvanas Befreiung gespielt, haben das auch gewonnen. Ja, Sweeney weiß auch Bescheid. Und ja, heute geht es los mit dem ersten Akt von Das Erbe von Wildenstein. Das Erbe von Wildenstein ist in drei Akte geteilt. Und ich denke mal, jeder Akt davon wird ein Video sehr gut füllen. Denn ich denke, so wie ich das verstanden habe, kommt es in jedem Akt zu einem Kampf. Ja, ich habe unsere Karten bereitgelegt. Inaniel liegt bereit, Rathelia liegt bereit. Der Startspielmarker ist bei Inaniel. Aber bevor die beiden überhaupt irgendwas mit ihren Karten machen müssen, müssen wir ja hier die Story lesen. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten letztes Mal mit Inaniel hier das Pfeilgift als Belohnung bekommen. Diese Karte kann er ablegen, um die Schaden bei einem seiner Fernkampfangriffe nachträglich um 6 zu erhöhen. Und bei Rathelia hatten wir hier sind zwei Wirkungen drauf. Wir achten auf das, wo im Abenteuer steht. Die Fledermaus als Belohnung, das ist im Prinzip auch eine Fernkampfwaffe mit 1W6 Schaden. Und verliert ein Gegner durch diesen Angriff Leben, so hat er in seinem nächsten Zug eine Aktion weniger, denke ich, soll das heißen. Wir gucken nochmal eben auf das Symbol. Genau, dieses Symbol ist hier unten zu sehen. Das gibt immer an, wie viele Aktionen der Gegner hat. Ja, also dazu habe ich eben Schaden gesagt. Ich habe jetzt nochmal im Heft nachgeschaut. Wortwörtlich sind das Trefferpunkte, die ich mache. Also wenn ich einen Fernkampfangriff mache, die Probe gelingt, dass ich den machen darf, dann greife ich jemanden an und mit dem W6 oder auch mit W6 plus 3, 4, je nachdem mit welcher Waffe ich angreife, dann wird das Ganze um 6 erhöht. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Story und ich lese euch vor, was passiert. Reine Furten im Jahre 1039 nach Bosbrands Fall im Spätherbst. Eure Reisen haben euch in die Hauptstadt der mittelreichischen Provinz Tobrien geführt. Die Reine Furten stellt sich jedoch als Enttäuschung heraus. Die kleine Siedlung im Norden des Reiches hat nicht viel zu bieten. Kein Wunder, handelt es sich doch um einen provisorischen Regierungssitz für den tobrischen Herzog, bis dieser seine eigentlichen Länder von den verräterischen Dämonenbeschwörern zurückerobert hat. Somit seid ihr in der Bredouille. Eure Vorräte und Geldmittel sind von der Reise aufgebraucht. Wie wollt ihr über den Winter kommen? Ihr seid mittlerweile bereit, jeden Auftrag anzunehmen. Doch dann ist das Glück euch doch noch hold und einer in euren Reihen erhält durch einen Boten einen besonderen Brief. Ja, und jetzt steht da, es wird zufällig entschieden, welcher Spieler den Brief erhält. Dazu haben wir ja die beiden Marker. Also, nochmal zur Erinnerung, das ist eigentlich Rathelia, das ist Inaniel. Und es sind jetzt natürlich nur zwei, aber ich versuche mal nicht darauf zu achten, wer jetzt oben und unten ist. Und dann wird so zufällig erschienen, wer diesen Brief bekommt. Nehmen wir mal den. Okay, das ist Inaniel. Inaniel bekommt den Brief und dann lesen wir mal weiter.
Werter Sonnenschein, es tut mir leid, dass ich als deine Mutter so lange nichts habe von mir vernehmen lassen. Nachdem wir damals im Streit auseinandergegangen sind, hat sich viel in meinem Leben getan. Ich habe Baron Wildenstein in meinen späten Jahren doch noch geehelicht. Dein verstorbener Vater hätte sicher nichts gegen einen Nachfolger aus dem Adel gehabt. Ich hoffe, das siehst du genauso. Doch mit dieser freudigen Nachricht ist auch eine sehr schmerzhafte verbunden. Denn auch mein neuer Ehemann wurde nun nach 2 Jahren seltsamer Krankheit in dieser Nacht von Boron erlöst. Ich schreibe diese Zeilen an seinem Totenbett. Da er keine Nachfahren hat und ich bereits im Lebensabend angekommen bin, möchte ich alles zwischen uns Gewesene vergessen und dich inständig darum bitten, eiligst sein Erbe anzutreten. Bevor die Aasgeier des niederen Adels oder die Kriegsherren der Schattenlande ihre Ansprüche erheben. Deine dich liebende Mutter. Okay, nehmt die Karten Willenstein 1 zur Hand und sucht aus diesen Karten Erbe heraus. Der Spieler, der den Brief erhielt, legt die Karte offen vor sich aus, erzählt für den Rest des Abenteuers als Erbe. Okay, dieser Brief der Mutter ging an Inaniel und Inaniel wird damit Erbe. Und hier steht, er beginnt jeden Kampf mit 2 zusätzlichen Handkarten. Okay. Ja, und das heißt nicht in jeder Kampfrunde, sondern zu Beginn eines Kampfes, der ja nachher kommen wird. Und er behält es aber für den Rest des kompletten Abenteuers, also für alle 3 Akte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ein Abenteuer besteht ja immer aus 3 Akten und in jedem dieser Akte, ja, kommt es ja zu einem Kampf und er startet dann immer mit 2 Karten mehr. Bevor ihr aufbrecht, zieht ihr in den Archiven der Tempel und beim Konzil von Pirinefurten erst einmal Erkundigungen bezüglich der Baronie Wildenstein ein. Vielleicht können euch diese Informationen später weiterhelfen. Okay, jeder Held soll eine Wissenprobe machen. Wir erinnern uns hier mit diesen W20-Würfeln machen wir das. Wir schauen dann auf unseren Wissenswert und schauen, wie wir abschneiden. Inaniel hat 8. Das habe ich auch letztes Mal nicht verbessert. Ich muss jetzt immer auch auf mein Heldendokument schauen. Wir hatten bei ihm die Willenskraft erhöht. Und Rathelia hat 10 bei Wissen. Und auch das haben wir nicht verbessert. Wir hatten das Handwerk erhöht. Das habe ich hier neben mir liegen. Da könnt ihr mir jetzt einfach vertrauen. Also Inaniel muss 8 oder weniger werfen. Hat eine 13, ist ein Misserfolg. Und Rathelia 10 oder weniger ist eine 12. Die haben beide einen Misserfolg. Rathelia und Inaniel finden nichts Wichtiges heraus. Keine Auswirkungen. Tags darauf packt ihr alle nötigen Dinge auf eure Pferde und reitet in Erwartung eines lohnenden Erbes nach Süden gen Baronie Wildenstein. Trotz des ungemütlichen Wetters kommt ihr auf der Landstraße gut voran und nächtigt in einfachen Gasthäusern oder bei freundlichen Bauern, deren Länder bereits von den Truppen des Mittelreichs befreit wurden. Ihr wundert euch darüber, dass ihr auf eurer Reise kaum jemandem begegnet. Nur ein Schwarm Krähen scheint euch aufmerksam zu verfolgen. Zwischendurch werdet ihr von einem Unwetter überrascht und müsst in der Wildnis einen Unterschlupf errichten und darin übernachten. Okay, wir müssen in einem Unterschlupf übernachten und dazu muss jeder Held eine Wildnislebenprobe machen. Und Wildnisleben, ja, hat Inaniel 14, das ist sehr gut, und Rathelia aber leider nur 8. Wir fangen mit Inaniel an, 14 oder weniger. 14, es ist genau 14, das passt, er hat einen Erfolg. Und Rathelia, Wildnisleben war 8 oder weniger, sie hat eine 4, die beiden haben einen Erfolg. Inaniel und Rathelia kommen in der Wildnis gut zurecht und finden ausreichend Schlaf. Gut, es passiert aber weiterhin nichts. Ein Tagesritt vor Burg Wildenstein erreicht ihr eine Furt, die durch einen wilden Flusslauf führt. Ihr steigt ab, um eure Pferde durch das Wasser zu geleiten. Eine eigentümliche Stille umgibt euch. Jeder Held führt eine Sinnesschärfeprobe durch. Sinnesschärfe hat Inaniel 12 und Rathelia 10.
Dann werfen wir wieder für Inane zuerst 12 oder weniger. Eine 4, das ist ein Erfolg. Und Ratelia 10 oder weniger. Eine 7, auch das ist ein Erfolg. Okay, die sind sich ziemlich einig. Ein Hinterhalt. Zum Glück lassen euch eure Sinne nicht im Stich, sodass ihr normal auf die Gefahr reagieren könnt. Es passiert schon wieder nichts. Nichts Gutes und nichts Schlechtes. Okay. Ein zusammengewürfelter Haufen dreckiger Gestalten stürmt aus den Gebüschen der Umgebung heraus und greift euch an. Nehmt alle Wildensteinkarten, also die Zeitskala, und Greifbart Gichthain zur Hand und legt sie offen auf dem Spieltisch. Nehmt außerdem alle Ereigniskarten mit den Schlagwörtern Allgemein, Gewässer und Wald, mischt sie und platziert sie als verdecktes Zugdeck. Ja, die Ereigniskarten sind jetzt neu, ne? Das sind diese grünen hier. Hier, die haben natürlich auch wieder Stichworte und wir wurden ja jetzt dazu aufgefordert, Allgemein, Gewässer und Wald rauszusuchen. Hier ist zum Beispiel eine allgemeine Karte, das mache ich jetzt mal eben. Okay, das sind insgesamt 6 Ereigniskarten, die habe ich schon gemischt. Die werden jetzt hier bereitgelegt. Dann haben wir noch die Zeitskala, da nehme ich wieder einfach, ne? Ich traue mir leider noch nicht mehr zu. Da legen wir 8 Zeitmarker drauf und wir sehen hier bei 6, 5, 4, 2 und 0 passiert jeweils was. Es wird natürlich nicht einfacher, ne? Das heißt, wir legen da jetzt wieder 8 Zeitmarker drauf. Okay. Und dann schauen wir uns hier noch den Greifbart Gichthain an. Das ist ein Menschräuber-Anführer. Dieser Anführer darf nur angegriffen werden, falls an seiner Seite weniger Schergen kämpfen als Helden am Kampf teilnehmen. Also, wir sind 2 Helden. Es darf nur ein Scherge neben ihm liegen, damit wir ihm Leben abziehen können. Das ist natürlich echt schwierig. Okay. Aber bevor der Kampf losgeht, geht hier noch ein bisschen Story weiter. Der größte von ihnen brüllt von der anderen Seite des Flusses seine Befehle. Holt sie euch! Und ihr wisst, wen es zu töten gilt! Dabei zeigt er mit einem gichtkrummen Finger auf den Erben. Ja, es kommt zu einem Kampf und wir müssen Schergen raussuchen. Diesmal mit den Stichpunkten Räuber. Ja, das sind all diese Gegner. Das wird jetzt zu unserem Schergenstapel. Und wir haben einen Gefahrenwert, Anzahl der Helden mal 5, also wieder 10. Das heißt, wir decken wieder Schergen in Höhe des Gefahrenwertes auf. Sobald er erreicht oder überschritten wurde, hören wir auf zu ziehen. Okay, dann ziehe ich mal. Der erste Scherge hat einen Gefahrenwert 5. Das ist ein gemeiner Wegelagerer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen ziehen. Und da kommt derselbe nochmal. Das heißt, wir haben jetzt den Gefahrenwert 10 erreicht und das war es erstmal. Ja, die rüste ich natürlich alle mit ihrem entsprechenden Leben aus. Der Anführer hat 10, nämlich Spieleranzahl mal 5. Ja, und dieser Räuber hier hat 12 jeweils. Okay. Schicksalspunkte lege ich bereit. Hier ist die Zeitskala. Ihr müsstet soweit noch alles sehen können. Okay. Wir verlieren sofort, wenn der Erbe ausgeschaltet wird. Also unser Inaniel, der darf auf gar keinen Fall sterben. Ja, ich versuche sowieso zu vermeiden, dass irgendwer stirbt, aber der ist besonders wichtig. Und wir siegen, wenn wir alle Gegner besiegt oder vertrieben haben. Und der Erbe noch am Leben ist, logischerweise. Ja, und bekommen dann nachher Belohnungskarten, wieder 2 Stück, falls wir siegen. Und den Rest lese ich dann. Ja, und dann geht der Kampf los. Ja, also wir wissen, den Anführer dürfen wir noch nicht angreifen, weil hier ja, genauso viele Gegner liegen wie Helden am Spiel teilnehmen. Zunächst einmal müssen die Helden ihr Deck mischen. Und dann bekommen sie ihre 5 Anfangskarten. Beide starten wieder mit 40 Leben. 5 Anfangskarten. Inane, ihr könnt jetzt mal gucken und kann noch welche tauschen. Das habe ich ja letztes Mal nicht gemacht. Ich sehe aber schon,
Das hier sind mir zu viele rote Karten. Ich möchte lieber Ausrüstung am Anfang haben. Sind sich ziemlich ähnlich. Die werde ich auf jeden Fall austauschen. Die wird gleich wieder in den Stapel gemischt. Dafür zieht er eine neue. Ja, die kann er jetzt nicht mehr tauschen. Dann mische ich die andere wieder rein. Das gleiche mache ich dann bei Rathelia. Auch dieser Stapel wird erstmal gemischt. Muss dann ja die Belohnungskarte reinmischen. Sie zieht fünf Karten und guckt, ob sie welche tauschen möchte. Oh, Zechen ist ziemlich gut. Die habe ich letztes Mal relativ spät erst gezogen. Heilen, das ist, denke ich, gut, schon mal zu haben für ihn, Daniel, eventuell. Ja, ich denke mal, die Karten werde ich so behalten, wie sie gekommen sind. Okay, ja, dann würden wir jetzt Beginn des Zuges-Karten abhandeln. Die haben wir noch nicht. Wir ziehen für jeden zwei Karten vom Stapel, aber wir müssen auch dran denken: Inanni ist das Erbe von Wildenstein. Er startet mit zwei Handkarten mehr. Das Handkartenlimit von sieben Karten gilt ja erst zum Ende einer Kampfrunde. Also hat er jetzt die Auswahl zwischen neun Karten. Ja, das ist natürlich eine super Starthand. Und ja, Rathelia hat sieben Karten auf der Hand. Es würden erschöpfte Karten wieder breit gemacht, die haben wir ja noch nicht. Und dann wären die beiden gleichzeitig, ja, bis zu zwei Karten als Ausdauer auslegen. Gut, ich gucke schon mal für Inaniel und pausiere so lange. Das müsst ihr euch ja nicht mit angucken. Ja, ich habe jetzt mit Inaniel zwei abgelegt, mit Rathelia tatsächlich erstmal nur eine Ausdauer. Oder ist das so schlau? Also sie hat so gute Karten auf der Hand, das stört mich ein bisschen. Ja, vielleicht verdreht der Uwe jetzt die Augen, aber ich lasse es so, denn ich möchte irgendwie alle Karten von ihr behalten. Sie hat so gute Sachen auf der Hand. Und sie wird gleich Zechen spielen und hat dann jede Runde automatisch eine Ausdauer mehr. Wird dann noch nicht angreifen können, aber ich möchte mich erstmal aufrüsten. Aber Startspieler ist der Inaniel, der kann jetzt also wieder bis zu zwei Ausdauer nutzen, um hier Karten zu spielen. Er könnte zum Beispiel hier schon mal so einen magischen Angriff ausspielen. Die kostet nämlich an sich erstmal 0. Aber in Magie ist er noch nicht so gut. Die ist noch zu teuer. Die bringt ihm noch nichts. Ja, er wird auf jeden Fall schon mal die magische Waffe ausrüsten. Und dann greift er einfach schon mal mit beiden Waffen an. Er hat ja seine normale Fernkampfwaffe und seine magische Waffe und nutzt jetzt jeweils eine Ausdauer, um damit anzugreifen. Er beginnt mit der magischen, die ist ja schlechter. Und vom Uwe habe ich gelernt, fang mit der schlechteren Waffe an, beziehungsweise eigentlich mit der schwächeren, aber. Wenn der Angriffswurf jetzt misslingt, darf ich mir einen Schicksalspunkt nehmen, um den dann eventuell für die andere Waffe zu nutzen. So, okay. Ja, ist ja völlig egal, das sind beides die gleichen. Ich greife hier den ganz rechts an. Und ich muss 9 oder weniger werfen, um angreifen zu dürfen. Hat natürlich nicht geklappt. Die magische Waffe ist verbraucht. Dann versuchen wir es nochmal mit dem Bogen. Da braucht er. Ach so, ja. Und wie ich gerade gesagt habe, kriege ich dafür einen Schicksalspunkt. Okay, dann greift er mit seinem Bogen an. 12 oder weniger. Eine 17. Auch das ist misslungen. Aber dann nutze ich doch jetzt direkt mal hier Inanis Fähigkeit fokussieren, denn auch da wurde mir gesagt, die habe ich letztes Mal für einen Schadenswurf benutzt, also für den W6-Würfel, ist aber eigentlich für den Angriffswurf gedacht, also das, was ich gerade gemacht habe. Ich darf es automatisch in eine 3 ändern. Das heißt, ich hatte jetzt einen Erfolg. Damit muss ich die Karte umdrehen und darf diese Fähigkeit nicht mehr im Abenteuer nutzen. Ich wollte es aber euch auf jeden Fall direkt mal zeigen. Ja, das heißt, meine Angriffsprobe war ein Erfolg. Ich muss natürlich hier dann die Waffe einmal auch verbrauchen. Ich möchte den angreifen, der hat keinen Ausweichwert. Er kann also nicht ausweichen, hat aber eine Rüstung von 3. Da ist dann eben jetzt die Frage, ja, ob ich das überhaupt,
ob ich dem überhaupt Leben abziehen kann. Aber wir können es ja mal versuchen. Ich werde mir immer hier die roten Karten der beiden nebeneinander legen, denn das sind meist Karten, die ich auch in der Gegnerrunde oder zwischendurch spielen kann. Deswegen versuche ich die so ein bisschen im Überblick zu behalten. Okay, er kann also nicht ausweichen. Wir werfen ein W6 und ja, machen hoffentlich mindestens eine 4. Eine 5, okay. Eine 5, der hat 3 Rüstungen. Wir ziehen damit 2 Leben ab. Ja, ist das schon mal in Ordnung. Dann ist Inanne mit seinen Sachen durch. Ratelia kann ihre eine Ausdauer nutzen, um hier einmal das Zechen auszurüsten. Zechen kann sie jede Runde einmal verbrauchen, um bis zum Ende des Zuges eine Ausdauer mehr zu haben. Die darf sie auch anschließend ablegen, um eine Karte zu ziehen. Dann ist sie aber natürlich erstmal weg. Ja, die hat sie also für eine Ausdauer ausgerüstet. Mehr kann sie in diesem Zug nicht machen. Dann sind die Gegner dran. Ja. Von links nach rechts erstmal der Anführer, der hat 2 Aktionen, wirft also den W20. Das ist eine 15, er macht nichts, er feuert seine Mitstreiter an und deutet auf den Erben. Nochmal, eine 14, das ist tatsächlich ein Angriff, der hält mit den meisten Ausdauerkarten, erhält ein W6 plus 2 Schaden. Das ist Inanne und bevor ich das wieder vergesse, auch so ein Inanne kann ausweichen. Er kann es zumindest versuchen. Noch ist der Ausweichwert ziemlich schlecht. Das heißt, er braucht eine 6 oder weniger. Hat aber eine 5, das heißt, er ist ausgewichen und halbiert gleich den Schaden, den er bekommt. Ja, der Greifbart Gichthain wirft ein W6 plus 2. Das ist nur eine 1. Plus 2 wären 3. Wir halbieren das Ganze aber. Und dann wird es aufgerundet. Das heißt, wir bekommen 2 Schaden. Ich hoffe, aufrunden war richtig, aber ich meine schon. Ja, 2 Schaden. Okay, wir müssen auf unseren Inanne achten. Die Gegner haben es natürlich auch auf ihn jetzt besonders abgesehen, denn der soll ja sterben. Damit ist der Anführer aber durch und die beiden haben jeweils eine Aktion. Also, erstmal eine 5. Wieder ein Angriff. Ein Held nach Wahl der Helden erhält ein W6 plus 3 Schaden. Natürlich nehmen wir da Ratelia, denn wenn sie stirbt, haben wir noch nicht verloren. Und sie hat einen besseren Ausweichwert, 8 oder weniger. Das ist tatsächlich eine 9, sie ist nicht ausgewichen. Und ich hätte natürlich auch direkt mal das Zechen nutzen können, ne? Ich Idiot. Ich hätte eben schon mal einmal angreifen können. Naja, jetzt ist es so. Sie bekommt ein W6 plus 3 Schaden. Und das ist auch noch eine 6. Sie bekommt 9 Schaden und hat auch noch keine Rüstung. Das ist natürlich ganz blöd gelaufen. 31. Ich denke, die sollten wir schnell wieder heilen. Dann geht hier eine Zeitmarke runter, aber weiterhin passiert noch nichts. Oh je, das fängt ja schon super an. Okay. Ja, die beiden schauen auf ihr Handkartenlimit. Jeder hat weniger als 7 Karten, das ist also in Ordnung. Dann werden 2 Karten wieder vom Stapel gezogen jeweils. Die erschöpften Karten werden wieder bereit gemacht. Und jeder darf wieder bis zu 2 Karten als Austausch spielen. Ja, beide haben wieder 2 Karten zu ihren Ausdauerkarten dazugelegt. Der Startspielermarker ist jetzt bei Ratelia, das heißt, sie beginnt. Ja, und dann schauen wir mal, was sie macht. Ich denke mal, sie, ja, das Heilen, naja, mit 31 ist sie ja noch lange nicht tot. Also lassen wir das mit dem Heilen erstmal. Ich denke, andere Dinge sind wichtiger. Ratelia wird einfach erstmal mit ihrer Waffe angreifen, um danach zu entscheiden, was sie mit der restlichen Ausdauer macht. Vielleicht hebt sie die auch auf für ihre einmaligen Karten hier, die sie auf der Hand hat. Ja, da kann sie Gegner Leben abziehen, sie kann einen Schadenswurf von einem Helden auf 8 erhöhen und einen Helden heilen. Das sind eigentlich ganz gute Karten. Also wird sie erstmal mit ihrer Nahkampfwaffe angreifen, braucht im Nahkampf 12 oder weniger.
Hier wieder den Wegelagerer. Hat eine 8, darf angreifen. Er kann nicht ausweichen. Wir machen 1W6 Schaden. Und zwar 2. Großartig. Er hat 3 Rüstung. Ja, aber wir machen das so. Sie spielt tatsächlich dann ihre Finte. Spielbar nach dem Schadenswurf für den Nahkampfangriff, das war ja ein Nahkampfangriff, eines Helden oder Gegners. Unabhängig vom gewürfelten Ergebnis verursacht der Angriff insgesamt 8 Trefferpunkte. 8 Trefferpunkte, die Rüstung ist natürlich trotzdem noch da. Das heißt, er bekommt 5 Schaden. So, und dann könnte sie ihre Zeche spielen, um noch auch eine Ausdauer zu bekommen. Nützt sie aber in diesem Moment nichts, weil sie keine Karte hat, die nur eine Ausdauer kostet. Okay, dann ist Inaniel dran. Inaniel hat dort 4 Ausdauer liegen und wird einmal seine Magie auf um 3 erhöhen, denn er hatte eben eine Magiewaffe ausgerüstet. 3 Ausdauer kostet das. Und dann nutzt er noch die 4. Ausdauer, um einmal den Wegelagerer anzugreifen mit, ja, ist jetzt eigentlich völlig egal, mit, weil er für beides 12 oder weniger braucht. Er macht es mit seiner Magiewaffe 12 oder weniger. Das ist ein Misserfolg. Das heißt, eine zufällige Karte, also ein Gegner, nimmt ihm jetzt quasi eine zufällige Karte von der Hand weg. Die wird abgeworfen. Ah, ja, ist aber okay. So. Ja, das hat natürlich dann irgendwie nicht funktioniert. Er darf nicht angreifen und kann auch nichts mehr dagegen setzen. Dann sind die Gegner wieder dran. Der Anführer ist 2-mal dran. Eine 7. Er greift mit Fernkampf den Erben an. Er erhält 1W6 plus 2. Wenn er dadurch Leben verliert, muss er eine Handkarte seiner Wahl ablegen. Oh je, er wird mit Sicherheit Leben verlieren. Ja, Inaniel versucht mit 6 oder weniger auszuweichen. Hat es nicht geschafft und bekommt jetzt 1W6 plus 2 Schaden. Das ist eine 4 plus 2 sind 6 Schaden. Er hat leider noch keine Rüstung. Das können wir nicht vermeiden. Er ist bei 32. Der Anführer ist nochmal dran. Mit einer 5, das gleiche passiert nochmal. Inaniel versucht mit 6 oder weniger auszuweichen. Eine 15, das hat nicht geklappt. Der Gegner macht 1W6 plus 2 Schaden. Nochmal 3 Schaden für Inaniel. Und ja, den sollten wir schnellstmöglich schon mal heilen, denke ich. Nichts, er schaut sich um und zögert. Und der andere Wegelagerer? 18. Entfernt die Karte aus dem Kampf, falls alle Anführer bereits besiegt wurden. Ja, die Anführer können wir nicht besiegen, weil dazu weniger Schergen da sein müssen. Dann wird eine Zeitmarke runtergenommen und dann steht bei 6 Zeitmarken, deckt eine Ereigniskarte auf von unserem vorbereiteten Ereigniskartenstapel. Mysteriöse Stärkung allgemein. Die Beherrschung von Magie kann auch aus dem schwächlichsten Gräum einen fürchterlichen Feind machen. Daher beurteile dein Gegenüber nie nach seiner physischen Form. Aus den Aufzeichnungen des Khalid Abul-Kitab. Ihr bemerkt, dass sich eure Gegner auf magische Weise stärken. Legt auf jeden Gegner 3 zusätzliche Leben. Die Leben eines Gegners können dadurch auch über den Anfangswert steigen. Ja, großartig, ganz großartig. Die werden jetzt alle 3 Leben dazu bekommen. So, hab mein Fenster wieder behangen. Das Licht hat geblendet. Ich hoffe, ihr erkennt die Sachen jetzt noch. Ja, dann sind wir wieder dran. Beginn des Zugeskarten haben die beiden nicht. Sie ziehen 2 Karten vom Stapel. Dann werden die erschöpften Karten wieder bereit gemacht. Ja, die war eigentlich auch erschöpft, aber alles klar. Der Startspielermarker geht rüber. Und beide schauen jetzt erstmal wieder, ob sie bis zu 2 Ausdauerkarten ablegen. Achso, und was ich eben natürlich vergessen habe, Inaniel musste noch 2 Handkarten seiner Wahl ablegen, weil er ja 2-mal vom Angriff des Anführers getroffen wurde. Das ist natürlich richtig mies.
Dann entscheide ich mich hier für die Nahkampfwaffe und für die Falle. Er möchte auf jeden Fall irgendwann besseren Bogen ausrüsten und Rüstung anlegen. Auch wenn die anderen Karten auch echt gut waren. Mann! Naja, mal schauen. Jetzt muss er noch aus 4 Karten auswählen, ob er 2 Ausdauer ablegt. Das geht mir auf den Sender. Ja, er möchte nur eine Ausdauer ablegen. Es geht nicht anders. Rathelia hat 2 abgelegt. Ja, und dann ist Inaniel erstmal dran, um zu entscheiden, was er macht. Inaniel hat 5 Ausdauer. Wenn er sich jetzt den besseren Bogen holt, ja, hat er keine Ausdauer mehr, um anzugreifen. Ich denke, er sollte sich eine Rüstung anlegen. Kann er zwar nur noch einmal angreifen, aber die Rüstung ist mir im Moment wichtiger. Er kauft sich die Rüstung für 4 und greift mit der 5. Ausdauer noch einmal mit seinem Bogen an. Also, 12 oder weniger. Auf den. Hat geklappt. Der Gegner kann nicht ausweichen. Inaniel macht 1W6 Schaden. 4. Ja, kriegt der Gegner wenigstens ein Leben abgezogen. Okay. Dann ist Inaniel auch schon wieder durch und Rathelia ist dran. Noch ist Inaniel in Ordnung. Sie hat auch 5 Ausdauer. Beziehungsweise 6. Sie setzt jetzt ihr Zechen ein, ne? 6 Ausdauer hat sie. Ja, komm. Sie wird 2-mal angreifen können. Sie holt sich für 4 den Bogen. Für eine greift sie erstmal mit ihrer Nahkampfwaffe an. Wieder den hier. Braucht 12 oder weniger. Hat nicht geklappt. Dafür kriegt sie aber einen Schicksalspunkt. Ja. Und dann greift sie noch mit der Zechenkarte hier mit dem Bogen an. Da braucht sie 11 oder weniger. Das ist eine 12. Jetzt könnte sie natürlich ihren Schicksalspunkt direkt einsetzen, um einen Angriffswurf zu wiederholen. Ja, das macht sie doch. Sie setzt ihn ein und wiederholt den Angriffswurf. 11 oder weniger. Das ist ein kritischer Erfolg, das ist natürlich sehr cool. Sie darf eine Karte ziehen und darf angreifen. Der Gegner kann nicht ausweichen und sie macht 1W6 plus 4 Schaden. Und sie wirft eine 6, das heißt, sie macht 10 Schaden. Er hat 3 Rüstungen und es passt genau. 7 Leben werden abgezogen. Geil. Der Scherge ist erstmal raus aus der Nummer und wird wieder in den Stapel gemischt. Und jetzt hätten wir tatsächlich auch die Möglichkeit. Es ist ein Scherge weniger da, als Helden da sind. Wir könnten jetzt auch den Anführer angreifen. Aber wer weiß, was nächste Runde passiert. Ich schau mal gerade. Ja, es wird wahrscheinlich ein weiterer Scherge gezogen. Ja, die beiden sind durch mit ihrem Zug. Die Gegner sind dran. Der Anführer 2-mal. Eine 16, da passierte nichts. Er feuert seine Mitstreiter an. Und eine 5. Der Erbe wird wieder angegriffen mit 1W6 plus 2. Er versucht auszuweichen mit 6 oder weniger. Hat nicht geklappt und er bekommt 4 plus 2, also 6 Schaden. Nutzt aber seine Rüstung. Das ist Rüstungsschutz 3. Das heißt, er bekommt noch 3 Schaden und muss wieder eine Karte seiner Wahl ablegen. Das ist natürlich ultra ätzend. Ja, dann legt er hier das ab. Er möchte definitiv gleich den Bogen holen. Ja, ätzend. Dann ist der andere Wegelagerer noch dran. Er hat eine 11. Er greift einen Helden nach unserer Wahl an. Ja, dann nehmen wir natürlich Rathelia, die versucht mit 8 oder weniger auszuweichen. Hat nicht geklappt und sie bekommt 1W6 plus 3 Schaden. Natürlich wieder eine 6, das heißt 9 Schaden bekommt sie. Sie ist auf 22, Halleluja, wir sollten uns gleich mal heilen. Ja, dann kommt eine Zeitmarke runter und das bedeutet, zieht einen weiteren Schergen vom Stapel und legt ihn rechts an die Gruppe an. Na, großartig. Es ist eine räuberische Diebin. Ja.
Die hat auch eine entfernte Karte aus dem Kampf, falls alle Anführer besiegt wurden. Vielleicht sollten wir jetzt. Ah, jetzt können wir ja schon wieder nicht auf den Anführer gehen, das ist zum Kotzen. Die ist auch echt übel. So, 14 Leben. Dass der Inani hier mal Karten ablegen muss durch den Anführer, das ist echt bitter. So oft, wie ich das jetzt schon geworfen habe, und das ist 1 bis 7, das ist gar nicht so wahrscheinlich bei einem. Das ist eine Drittel Wahrscheinlichkeit, dass ich das werfe, und ich habe schon dreimal geworfen. Großartig. Naja, okay, dann sind wir wieder dran. Frischen unsere Karten auf. Startspielermarker geht weiter. Jeder bekommt zwei Karten. Und die beiden schauen, was sie machen. Okay, Inani hat zwei dazu gelegt, Rathelia eine. Genau, dann fängt Rathelia an. Ja, sie sollte einmal Inani für zwei Ausdauer heilen, um 6 Leben. Sie ist zwar selber nicht gut dabei, aber wir müssen auf Inani aufpassen. Er ist jetzt wieder bei 32. Ja, und dann spielt sie auch diese einmalige Karte, die kostet 4 und sie sagt, die Spieler ziehen insgesamt 6 Karten, bestimmen wer wie viele zieht. Und da Inanne im Moment kaum Karten auf der Hand hat, möchte ich die unbedingt spielen. Es kostet mich 4 und Inanne wird 4 ziehen. Ne, er zieht 5 und sie eine. Denn der wird ja schnell immer wieder kartenlos durch den Anführer. Dann hat sie hier durchs Zechen noch eine Ausdauer mehr. Sie hat gerade ihre Belohnungskarte gezogen. Die möchte ich aber gerade noch nicht spielen, sondern ich möchte mit ihr noch angreifen. Da ich nur noch mit einer Waffe angreifen kann, nehme ich hier die stärkere, nämlich den Bogen. So viel schlechter ist sie in der Angriffsprobe dann nicht. 11 oder weniger. Sie greift. Wen greift sie denn an? Der hier hat 15 Leben im Moment. Und die 14. Und die mag ich gar nicht. Die mag ich gar nicht. Die nimmt uns nämlich Karten weg. Sie greift hier die räuberische Diebin an. 11 oder weniger. Komm. 11. Genau 11. Sehr gut. Die kann nicht ausweichen. Wir machen 1W6 plus 4 Schaden. Das sind 6. Also wir machen 10 Schaden. Und die hat auch nur eine Rüstung. Also machen wir 9 Schaden. Okay. Die hat nur noch 5 Leben. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Dann ist Inanil an der Reihe. Der hat jetzt natürlich endlich mal wieder Karten auf der Hand. Ach ja. Ja, und er möchte für 5 Ausdauer endlich seinen Superbogen hier spielen. Der macht nämlich 1W6 plus 5 Schaden. Und dann hat er noch eine Ausdauer, um damit direkt anzugreifen. Muss also eine Fernkampfprobe 12 oder weniger machen. Das ist ein kritischer Erfolg. Er bekommt eine Karte und darf hier die räuberische Diebin angreifen. Oder er greift. Nee, sie greift, er greift die Diebin an. Wir wollen wieder ein Schergen loswerden, damit wir gleich auf den Anführer gehen können. Ja, die kann ja nicht ausweichen. Das heißt, wir machen 1W6 plus 5 Schaden. Egal, was wir werfen, die ist auf jeden Fall tot. Sie hat ja nur eine Rüstung. Wir haben also 8 Schaden gemacht, insgesamt dann 7 wegen der Rüstung. Die ist wieder weg vom Fenster. Okay, das gefällt mir gut. Aber der Anführer kann uns natürlich jetzt wieder viel kaputt machen. Schicksalspunkt. Ja, mit der Zeit lerne ich das, Leute. Okay, dann sind die Gegner dran. Der Anführer wirft zweimal. Hat eine 15, da passiert ja nichts, Gott sei Dank. Und das zweite Mal eine 7, schon wieder. Der Erbe erhält 1W6 plus 2. Inanne versucht mit 8 oder weniger auszuweichen. Hat er geschafft, er halbiert den Schadenswurf. 1W6 plus 2 wären 5. Halbiert sind wir wieder bei 2,5, also 3. Inanne bekommt 3 Schaden. Beziehungsweise benutzt seine Rüstung, oh Gott sei Dank, ja, wir haben ja eine Rüstung, benutzt die, bekommt dadurch 0 Schaden und muss auch keine Karte abwerfen. Sehr gut. Dann der Wegelagerer hat eine 3, er greift einen Helden nach Wahl an. Ja, wir müssen auf Inanil aufpassen, auch wenn der gerade 10 Leben mehr hat.
werden wir Rathelia angreifen. Sie versucht mit 8 oder weniger auszuweichen, hat einen kritischen Patzer. Der Gegner nimmt ihr eine zufällige Handkarte weg. Nachdem ich jetzt schon die 3 Akte gespielt habe, werde ich das in Zukunft so machen, dass beim Ausweichen ein kritischer Patzer nichts bewirkt. Denn auch bei den Gegnern ist ein kritischer Patzer beim Ausweichen, hat es ja keinen weiteren Effekt, sondern nur, wenn die selber angreifen, bedeutet das ihr Aktionsende. Genauso werde ich es dann bei den Helden auch machen. Ah! Rüstung wird abgelegt, ja herrlich. Unser Gegner wirft 1W6 plus 3. Natürlich eine 6, das heißt 9 Schaden für Rathelia. Wow, ich muss echt auch auf Rathelia aufpassen. Sie ist jetzt nur noch, warte, was hatten wir? 22? Warte, wo waren wir? 22. Das heißt, 13 hat sie jetzt noch. Oh mein Gott. Eine Zeitmarke kommt weg und das bedeutet, wir decken eine Ereigniskarte auf. Gewässer. Das Wasser türmt sich haushoch über euch auf, als wollte der Meeresgott Effert euch persönlich ersäufen. Euch bleibt keine Chance zu entkommen. Die Wand aus Wasser trifft euch mit der Härte eines Keulenschlags und droht euch unter sich zu begraben. Eine übernatürlich große Flutwelle trifft euch mit voller Wucht. Jeder Held, dem eine Körperbeherrschungsprobe misslingt, muss eine ausgespielte dauerhafte Karte ablegen. Oh no! Körperbeherrschung hat Inaniel 10 und Rathelia ebenfalls. Ja, dann machen wir erstmal Inaniel 10 oder weniger. Er hat es geschafft mit einer 9, sehr gut. Und Rathelia hat eine 18. Sie muss also eine ausgespielte dauerhafte Karte ablegen. Tja, dann entscheidet sie sich wohl fürs Zechen, ne? Weil sie will ihren tollen Bogen auf jeden Fall nicht ablegen. Na super! Ja, aber dann sind wir wieder dran. Alles wird aufgefrischt. Zack, zack, zack. Startspielermarker geht weiter. Beide bekommen 2 Karten. Inaniel hatte übrigens zum Ende des Zuges genau 7 Karten. Das ist also in Ordnung. Und dann schauen sie mal wieder, was sie an Ausdauer ablegen. Okay, beide haben 2 Ausdauer abgelegt. Rathelia unter anderem ihre Fledermaus. Sie hat schon eine bessere Fernkampfwaffe hier liegen. Die Fledermaus hätte einem Gegner eine Aktion weggenommen. Aber die ist mir jetzt nicht so wichtig wie die anderen Karten, die sie auf der Hand hat. Okay, Inani hat jetzt hier endlich ein bisschen Ausdauer auch angesammelt, ne? Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen mit ihm. Er wird auf jeden Fall hier für 3 seinen Ausweichwert verbessern. Wurde mir auch als Tipp gegeben, sollte ich schleunigst machen, ne, damit er nicht unbedingt so viel Leben abgezogen bekommt. Dann spielt er hier einmal für 0 Heilkunde Wunden und darf jederzeit einen Helden um 2 Leben heilen für eine Ausdauer. Müssen wir gleich mal gucken, das sollten wir. Ja, komm, das machen wir direkt. Wir nutzen die für eine Ausdauer und heilen Rathelia um 2. Dann wird er für 3 Ausdauer hier seinen Fernkampf verbessern. Braucht er nur noch 15 oder weniger, um das machen zu dürfen. Und mit der letzten Ausdauer greift er mit dem Bogen an. Er braucht also 15 oder weniger und greift natürlich jetzt den Anführer an. Das darf er ja jetzt. Hat eine 5. Der Gegner kann mit 6 oder weniger ausweichen. Er hat eine 13, das hat er nicht geschafft. Das heißt, wir machen jetzt 1W6 plus 5 Schaden. 4 plus 5 sind 9. Der Gegner hat 2 Rüstungen. Wir ziehen also 7 Leben ab. Das ist doch schon mal ganz gut gelaufen, denke ich, ne? Ja, dann hat Inani leider keine Ausdauer mehr diese Runde. Rathelia ist dran. Rathelia wird definitiv für 3 hier ihren Fernkampfwert erhöhen. Muss also nur noch 14 oder weniger werfen. Ja, und dann, die kann sie im Moment sowieso nicht spielen. Sie wird sich daher gleich Ausdauer aufheben. Sie hat jetzt noch 3 Ausdauer hier liegen.
Ja, komm, sie greift mit ihrer Superwaffe an. Sie hat nämlich einen Plan. Sie greift mit ihrer Superwaffe an, braucht jetzt 14 oder weniger. 5. Der Anführer versucht auszuweichen mit 6 oder weniger. Hat es nicht geschafft, hat eine 10. Wir machen 1 W6 plus 4 Schaden. 5 plus 4 sind 9, minus 2. Der Anführer ist tot. Ah, der Anführer ist tot. Lalalala. Okay. Dum, 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 dum. Ja, wenn wir jetzt bei dem gleich 18 bis 20 werfen, flieht der. Ansonsten bleibt er noch weiterhin da. Das ist doch aber schon mal gut gelaufen, dass wir den Anführer gekillt haben. Der hat halt auch nicht so viel Rüstung. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Okay, den haben wir gekillt. Schicksalspunkt. Ja, wir müssen ja wieder alle Gegner besiegen oder vertreiben. Sie behält die 2 Ausdauer für einen Plan, den sie hat. Der Gegner ist dran, hat eine Aktion. Eine 13. Er greift an. Ein Helden nach Wahl der Helden. Ja, und er greift jetzt Rathelia an, auch wenn sie weniger Leben hat, aber das spielt in meinen Plan mit rein. Sie versucht auszuweichen mit 8 oder weniger. 7, sie weicht aus, das ist gut. Und er macht 1 W6 plus 3 Schaden. Das ist ein kritischer Erfolg. 9 Schaden würde er machen, aber sie ist ausgewichen, also 4,5, also 5. 5 Leben würden ihr abgezogen. Das ist auch so, sie hat keine Rüstung. Sie ist jetzt bei 10 Leben. Aber ich bin zuversichtlich. Und jetzt spielt sie für ihre aufgehobenen 2 Ausdauer hier den verborgenen Dolch. Spielbar, nachdem du Leben durch einen gegnerischen Angriff verloren hast. Dieser Gegner verliert 5 Leben. Wir ziehen ihm also auch Leben ab. So langsam habe ich das Spiel verstanden. Okay. Ja, damit ist der Gegnerzug auch schon wieder durch. Wir nehmen eine Zeitmarke runter. Bei 3 passiert aber nichts. Okay, ja, es sollte doch möglich sein, jetzt diese Runde den zu besiegen, ne? Wir frischen uns wieder auf. Lalalala. Ich bin glücklich, weil ich das Spiel echt so langsam komme ich in den Flow, ja? Okay, Startspielermarker geht weiter. Jeder bekommt 2 Karten von seinem Deck. Und dann schauen wir mal, was die an Ausdauer ablegen. Gut, Inani hat 2 abgelegt, Rathelia 1. Rathelia ist Startspielerin. Rathelia holt sich erstmal für 3 Ausdauer hier einen Rüstungsschutz zurück. 1, 2, 3. Die anderen kann sie im Moment nicht spielen. Das heißt, sie greift an. Erstmal mit ihrer schwächeren Waffe, dem Nahkampf, können wir auch gerne nochmal probieren. Da braucht sie 12 oder weniger. Hat eine 6, darf angreifen. Er kann nicht ausweichen. Wir machen 1 W6 Schaden. 5 Schaden, der hat 3 Rüstung, also machen wir 2 Schaden. Ja, und dann greift sie natürlich auch nochmal mit ihrer stärkeren Waffe an. Da braucht sie 14 oder weniger. Eine 8, der Gegner kann nicht ausweichen, sie macht 1 W6 plus 4 Schaden. Oh, leider nur eine 1. Plus 4 sind 5, minus die Rüstung 3, also noch 2 Schaden. Okay, ja, den Rest hebt sie sich auf für eventuell diese Karten hier. Okay, dann ist Inaniel dran und ich hoffe, der macht ihn jetzt platt. Er spielt erstmal 2 Ausdauer, um sich hier noch die Magie nochmal zu verbessern. Kann er mit der Waffe auch nochmal angreifen. Braucht jetzt für einen Magiewurf 14 oder weniger. Und ja, das macht er doch direkt. Greift mit seiner Magiewaffe an, also 14 oder weniger. Hat eine 7, hat geklappt, der kann nicht ausweichen und er macht 1 W6 Schaden. Ist leider nur eine 1. Das bringt uns nichts. Denn der hat 3 Rüstung. Okay, dann ist die hier verbraucht. Und dann versucht er es natürlich nochmal mit seinem Superbogen hier. Ne, erstmal spielt er noch für 2.
Hier die Jagdfalle. Da kann er, bevor der Gegner einen Aktionswurf durchführt, ihm direkt 4 Leben abziehen. Das sollte ihm gleich den Rest geben, falls wir es jetzt nicht schaffen. Ja, dann spielt der Vereine hier seinen Superbogen. Hier seinen Superbogen. Braucht da 15 oder weniger. Hat eine 8. Der kann nicht ausweichen. Wir machen 1W6 plus 5 Schaden. 4 plus 5 sind 9, minus die Rüstung 3 sind 6. Der Gegner ist tot und wir haben es geschafft. Yay, sehr, sehr nice. Okay. Schwarzer Bildschirm, ratet, was ich vergessen habe. Es bessert sich, Freunde, es bessert sich. Ich habe ja trotzdem gewonnen. Wir schauen nochmal nach, ob wir alles erfüllt haben. Sieg, wir sind erfolgreich, wenn wir alle Gegner besiegt oder vertrieben haben und der Erbe noch am Leben ist. Das haben wir wohl geschafft, ne? Ja, wir bekommen Belohnungskarten in Höhe der Anzahl der Helden. Ich denke mal, das wird jetzt direkt abgehandelt. Und dann lesen wir weiter, was dann nach einem Sieg noch passiert. Ich nehme also unser Belohnungskartendeck, mische das und ziehe 2 Karten, weil wir 2 Helden sind. Und dann werde ich die wieder auf die Helden aufteilen. Es gibt einmal die Belohnungskarte Untotenkenntnis. Alle deine Angriffsproben gegen Untote, die kommen natürlich auch noch im Laufe des Spiels, sind um 2 erleichtert. Das ist doch schon mal nett. Und ein machtvolles Zepter, eine Magiewaffe mit 1W6 plus 3. Und wenn der Gegner dadurch Leben verliert, darf man diese Karte bereit machen und einen weiteren Angriff durchführen. Dies ist nur einmal pro Zug möglich. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Magie beherrscht Rathelia gar nicht. Sie kann keine Magieprobe machen, wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, die gebe ich auf jeden Fall in Inaniels Deck. Und dann bekommt Rathelia hier die Untotenkenntnis. Das schreibe ich auch gleich auf deren Blöcke drauf, damit ich es nicht vergesse. Ja, und dann lesen wir, was nach einem Sieg noch passiert. Nach einem Sieg. Schwer atmend schweift euer Blick über das Schlachtfeld. Ihr macht euch daran, eure Verletzten zu versorgen und eure Pferde wieder einzufangen. Bevor ihr eure Reise fortsetzt, durchsucht ihr eure bezwungenen Gegner, um mehr über sie herauszufinden. Ja, jetzt wird das Kampfende angewandt. Ein Kampf endet entweder mit einem Sieg oder einer Niederlage. Unter welchen Umständen es zu einem Sieg und unter welchen es zu einer Niederlage kommt, ist von Kampf zu Kampf unterschiedlich. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Okay, im Falle einer Niederlage wäre das Abenteuer gescheitert, die können es aber nochmal versuchen. Im Falle eines Sieges, Helden, deren aktuelle Lebenspunkte unter 30 liegen, dürfen wieder auf 30 erhöht werden. Tatsächlich ist unser Inaniel, unser Erbe, bei 32 und muss dort auch bleiben. Rathelia erhöht sich damit wieder auf 30 für den nächsten Akt. Die Helden mischen alle ausgespielten Karten, ihre Ausdauerkarten, ihre Ablage und ihre Handkarten wieder in ihr Heldendeck. Wir nehmen also alle Karten der beiden wieder zurück. Okay. Dann wurde die Sonderfertigkeit des Helden genutzt, wird die Heldenkarte wieder auf die Vorderseite gelegt. Das haben wir nun bei Inaniel gemacht. Der kann also sein Fokussieren nächstes Mal wieder anwenden. Wenn ein gewonnener Kampf eine Belohnung für die Helden mit sich bringt, erhalten die Helden diese Belohnung. Das haben wir schon gemacht, das waren diese 2 Belohnungskarten. Genau. So, wir haben entschieden, wer welche Karte bekommt. Lalalala. Genau, ein Held darf nur Karten aus bestimmten Kategorien besitzen. Da sollte ich noch nachgucken. Inaniel hat mir ja das machtvolle Zepter gegeben. Das ist eine Magiewaffe. Das ist ein komplexer Zauber, kann er tragen. Wir schauen mal eben bei Rathelia, da dürfte das nicht aufgeführt sein. Nein, sie kann keinen Komplex, sie kann überhaupt keine Zauber tragen. Ihr habt mir ja dieses Untotenwissen gegeben. Das ist ein Talent. Ja, kann sie haben. Wir können hier bei dieser Deckkonstruktion sehen, das ist, wenn man sich selbst zum Beispiel ein Deck zusammenstellen will, kann man sich hieran orientieren, wie viele Karten die Helden von was haben dürfen. Rathelia hat das Kürzel HS, sie ist ja hier der Streuner. Und dann schauen wir hier mal bei Talenten, sie darf bis zu 8 Talente in ihrem Deck haben.
Okay, und dann schauen wir mal bei Inaniel, das ist hier EK. Der hat ja gerade einen komplexen Zauber bekommen, davon darf er 2 in seinem Deck haben. Und das ist in Ordnung, er hatte vorher erst einen. Okay, und jetzt kommt es zu einer Atempause zwischen den Akten. Zwischen den Akten eines Abenteuers kommt es zu einer Atempause, bei der sich die Helden von den vergangenen Strapazen erholen und sich für den kommenden Akt stärken. Jeder Spieler darf für jede aus dem Kampf zurückbehaltene Zeitmarke eine der folgenden Aktionen wählen. Wir haben 3 Zeitmarken übrig, das heißt, jeder Spieler darf 3 dieser Aktionen hier wählen. Ausruhen. Heile dir 5 Leben. Das kann auch mehrmals gemacht werden. Oder man kann vorbereiten, kann nur einmal gemacht werden. Es darf eine beliebige Menge an Zeitmarken investiert werden. Und zwar kann man dann sein Deck durchsuchen mit Ausdauerpunkten in Höhe von 3 in unserem Fall, beziehungsweise so vielen Zeitmarken, wie man jetzt wählen würde dafür, für diese Aktion. Und die schon für den nächsten Kampf ausgespielt bereitlegen. Okay. Oder man betet zu den Göttern und nimmt sich einen Schicksalspunkt. Das kann auch mehrmals gemacht werden. Das war dann die Atempause. Inaniel ist der Erbe, das wird wohl auch in den nächsten Akten noch wichtig sein. Ihm werde ich auf jeden Fall einmalig 5 Leben heilen für eine Zeitmarke. Vielleicht sollte man sein Leben wieder ganz auffüllen. Ja, er heilt sich komplett auf 40, hat dafür 2 Zeitmarken genutzt und hat noch eine Zeitmarke. Er darf den Schicksalspunkt, den er jetzt in dieser Runde gar nicht genutzt hatte, auf jeden Fall behalten. Das heißt, ja, nimmt er sich noch ein? Ich glaube nicht. Er könnte sein Deck schon mal durchsuchen nach einer Karte mit ja, höchstens einer Ausdauer, um die vorzubereiten. Es sind natürlich viele Rote dabei. Er wird Auskundschaften schon mal vorbereiten für nächste Runde. Die kann er immer für eine Ausdauer verbrauchen, um eine weitere Karte zu ziehen. Falls er mal wenige Karten auf der Hand hat, so wie eben, oder einfach die falschen, kann er sich dann eine neue ziehen. Das werde ich mir eben dokumentieren, dass er Auskundschaften vorbereitet hat, damit ich das nächstes Mal auch mache. Ja, Ratelia darf natürlich auch noch ran. Sie wird auch 2 Schicksalspunkte dafür nutzen, um sich um 10 Leben zu heilen und den anderen, 2 Zeitmarken hat sie dafür genutzt und die andere Zeitmarke nimmt sie, um sich auch einen Schicksalspunkt zu holen. Ja, anschließend würde das Abenteuer fortgesetzt. Wir lesen hier noch den Endtext. Ihr schaut zum Himmel und bemerkt, dass der Abend bald hereinbricht. Noch eine Nacht unter freiem Himmel wollt ihr in den Schattenland nicht verbringen, auch wenn ihr weit von deren dunklem Herz entfernt seid. Ihr sattelt eure Pferde und reitet ins nahegelegene Dorf. Zum Glück werdet ihr von den Dorfbewohnern freundlich begrüßt. Von den Gestalten, die euch aufgelauert haben, wissen sie nichts. Noch eine Übernachtung, bevor ihr Burg Wildenstein erreichen werdet. Vor Neugier und Vorfreude fällt euch das Schlafen zunächst schwer, doch die anstrengende Reise sitzt euch in den Gliedern, sodass ihr schon bald in Borons Armen liegt. Okay, das war der erste Akt vom Erbe von Wildenstein, unser Inaniel. Ja, ich habe somit alles schon vorbereitet für die nächste Runde. Wahrscheinlich werde ich sie auch direkt spielen. Ihr seht es aber dann im nächsten Video von Aventuria, das Abenteuer-Kartenspiel. Mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Jetzt, wo ich so ein bisschen reingekommen bin, merke ich, dass ich das Spiel auf jeden Fall öfter spielen sollte. Ich habe ja noch nicht einmal die Erweiterung gespielt, obwohl ich sie schon seit Ewigkeiten habe. Also wahrscheinlich werde ich auch mit euch noch die Erweiterung durchgehen, nachdem ich hier durch dieses zweite Hauptabenteuer durch bin. Ich möchte noch mehr Videos dazu machen. Mir macht es richtig viel Spaß. Und ja, das war Aventuria, der erste Akt. Wir sehen uns das nächste Mal im zweiten Akt auf Burg Wildenstein wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, eure Chrissy.